Calais, Brighton, London. Drei Städte, die fest mit meinen ersten Englischjahren in der Schule verschweißt sind, denn gefühlt gab es keine Englischstunde, in der ich nicht mit Brighton oder London gequält wurde. Ich wollte niemals dorthin. Da ich aber nach Schottland will, will ich die Chance zu einem Abgleich nutzen zwischen dem, was ich sehen werde, und den Spuren quälender, endloser Englischstunden in meinem Kopf. Also entscheide ich mich für die klassische Englischbuchroute mit der Fähre von Calais nach Dover. Von Wohnmobilplätzen an Calais Fährableger mussten meine 50 Jahre alten Englischbücher noch nichts zu erzählen. Aber der Regen stimmt. Er ist mit meinem Englischunterricht symbiotisch verwachsen. Und der Schornstein stinkt, wie wohl schon in jenen Jahren. Nach knapp 90 Minuten schälen sie sich vorschriftsmäßig aus dem diesigen Regenvorhang, die Kreidefelsen von Dover. Dies ist mir ein so vertrauter Anblick, dass ich mich ein bisschen fühle wie in einer Zeitreise in die 60er Jahre. Auch der Regen bleibt mir treu. Und während ich mich mit meinen Schülererinnerungen den erwarteten unwirklichen Gegebenheiten stelle, wundere ich mich nicht darüber, dass sie selbst den Möwen flüchten und es hier überhaupt wie ausgestorben wirkt. Da muss ein Kaffee her und schon sind auch die Vögel wieder da. Ich lasse meine Schulzeit sacken. Bisher stimmte mein Abgleich zwischen vor langer Zeit Eingepauktem und gerade Erlebtem. Brighton. Ich möchte lachen, denn genau so habe ich es erwartet. Vorschriftsmäßig strahlt die Sonne über dem herrlichen Strand. Ein echtes Englischbuchwetter. Vor 50 Jahren musste ich lernen, dass Brighton für sein lebhaftes Strandleben bekannt ist. Genau so sieht das von hier aus auch aus. Ein bisschen wird sich in 50 Jahren wohl geändert haben, aber mir ist das zu viel Kirmes. Von Joggern am morgendlichen Strand konnten meine Englischbücher noch nichts wissen. Auch von Fitnessstunden im morgendlichen Sonnenschein mit einem Personal Trainer ahnte das gedruckte Schulwissen damals noch nichts. Und wer sollte damals ahnen, dass die touristisch ausgerichteten Brightoner den üblicherweise kleingeldarmen Besuchern vom Kontinent mit ihren unerwünschten Euros die Parkgebühren als Online-Zahlung ermöglichen, ist vielleicht etwas für die neueren Schulbuchauflagen. Aber diese Skyline hier wurde gefühlt in jeder dritten Lektion beschrieben und bebildert. Dass der Strand allerdings nicht aus Sand, sondern aus grobem Kies besteht, haben Lehrer und Bücher vornehm verschwiegen. Die Brightoner stört das in keiner Weise, denn ihnen bleiben deutsche Englischbücher erspart. Oh weh, die Victoria Station, London, ein gefühlt unerschütterlicher Bestandteil einer jeden Englischstunde. Und diese Busse, sie wirken auf mich wie alte Bekannte aus meinem ersten Englischjahr anno 1962. Dagegen ist Shakespeare eher etwas aus der Oberstufe, eine nicht ganz so fürchterliche Erinnerung. Den Buckingham Palace unterziehe ich keinem Abgleich. Da wird sich vermutlich seit Jahrhunderten nichts geändert haben. Aber dass die Laternen rund um diesen Prachtbau so liebevoll nachgebessert werden, habe ich nie gelesen. Und ich glaube, dem guten Mann droht auch keinerlei Arbeitslosigkeit bei all diesen tausenden goldenen Zaunspitzen und sonstigen Verzierungen, die noch auf seine Streicheinheiten warten. Hallo ihr da, euch kenne ich auch gut. Kennt wohl jeder, auch ohne deutschen Englischunterricht. Bei diesem Service für die Continental People muss ich allerdings lachen. Und die Touristen strömen, wohin auch immer.
Nur weniger nehmen sich die Zeit für die Eichhörnchen im benachbarten Green Park. Am Piccadilly Circus grüßt mich doch gleich wieder mein Englischbuch. Ich habe zwar das Gefühl, schon mal hier gewesen zu sein, aber erst heute weiß ich, dass dies seit 1819 eigentlich nur eine Kreuzung zweier verkehrsreicher Straßen ist, an der die Häuser konkav gestaltet wurden, sodass ein Kreis, ein Circus entstand. Schnell hatte sich hier ein pulsierendes Einkaufs- und Unterhaltungszentrum entwickelt und wie das so aussieht, hat sich das seit fast 200 Jahren nicht geändert. Aha, so werden die Touristen weitergeführt, damit sie nicht auf Abwege geraten. Also gut, auf zum Herrn Nelson auf dem Trafalgar Square. Am Trafalgar Square werde ich von diesem musikalischen Herrn begrüßt. Der englische Lord allerdings dreht mir recht uncharmant den Rücken zu. Die Dudelsacklänge im Ohr umrunde ich also diese 56 Meter hohe Säule, auf der Englands Seeheld thront. Seit 170 Jahren steht er nun schon hier herum und blickt überheblich Richtung Kap Trafalgar, wo er 1805 schwer verletzt gerade noch miterleben durfte, wie er auch diese letzte Schlacht gewann, bevor er verstarb. Aber diese Haltung, irgendwie verbinde ich die mit einem französischen Zeitgenossen des Lords. Der große Nelson hatte zwar immer recht erfolgreich unter seinen Gegnern gewütet, den gewaltigen Mengen an Möwen und Taubenkot kann er sich nicht erwehren, auch wenn die ihm noch so heftig zusetzen. Von den großen Ozeanen dieser Welt ist dem Seehelden nur dieses kleine Wasser zu seinen Füßen geblieben. Und rundherum zeigen junge Leute, was sie so drauf haben. Aber wohin jetzt? Da war doch noch was. Klar, London ohne Scotland Yard ist wie ein Beefeater ohne seine Mütze. Sieht ja ziemlich unspektakulär aus, dort, wo die Sherlock Holmes'e zu Hause sind. Allerdings beeindruckt dieses Antennenaufgebot auf der Kuppel. Nur scheint mir das der gleiche Jahrgang zu sein, wie mein 50 Jahre altes Englischbuch. Da ich nun schon einmal hier bin, will ich auch einen Blick auf die Nummer 10 werfen. Kenne ich ja so gut von den vielen Bildern, mit den erfolglosen Versuchen, todlangweilige Englischtexte interessant zu machen. So sah es dort nun allerdings überhaupt nicht aus. Keine Chance, an des Herrn Premierministers Haus zu gelangen, wie es mein Englischbuch mir vorgaukelte. Da bleibt für alle nur das große Frustknipsen, wen auch immer das interessiert. Mit dem chinesischen Viertel bin ich recht schnell fertig. Auch nichts, worüber anno 1962 die deutschen Englischbücher zu berichten wussten. Solche Plakate sind für mich nicht wirklich informativ. Nur die Preise sind verständlich. Diese fetttriefenden Enten treiben mich dann schließlich endgültig in die Flucht, die noch bei dem unerwarteten Anblick von Winston erheblich beschleunigt wird. Aber schnell geht es mir wieder besser. Das kenne ich. Hier fühle ich mich zu Hause. Hier grüßt mich doch gleich wieder mein Englischbuch. Und ich muss lachen, als ich daran denke, dass auch ich zu den verzweifelten Schülern gehörte, die bei dem Wort Parlament einfach immer das I vergaßen, weil es irgendwie nicht in das Wort passte. Die berühmte größte der fünf Glocken, die Voice of Britain, höre ich leider nicht. Vielleicht schmollt Big Ben mir ja wegen meiner manchmal respektlosen Sichtweise seine Heimatstadt. An Bilder vom Tower in meinen Englischbüchern kann ich mich nicht erinnern. Dafür beeindruckt mich der Bau mit seiner Größe. Im 11. Jahrhundert begann einer der vielen King Henrys mit dem Bau dieser Festung, die gleichzeitig auch Residenz, Kaserne, Zoo und Gefängnis war. Ach ja, und natürlich war der Tower auch Hinrichtungsstätte. King Richard III.
machte 1483 den Anfang, um so auf den Thron zu gelangen. Heinrich VIII. Entledigte sich hier unauffällig seiner überflüssigen Frauen und deren Vertrauten. Zwei seiner Töchter taten es ihm gleich, als sie hier ihre ausgedienten Liebhaber ermorden ließen. Später wurden hier schottische Soldaten hingerichtet und im Ersten Weltkrieg deutsche Agenten. Ein gruseliger Ort blutrünstiger englischer Geschichte, den meine Englischbücher vornehm und kinderseelenschonend verschwiegen. Dann bin ich überrascht, weil mich die Tower Bridge überrascht. Klar, so kennt sie jeder, aber ich habe mir die Brückenpfeiler nicht so gewaltig und so imposant vorgestellt. Vor der Skyline des modernen London, von dem mein Englischbuch noch nichts wusste, hier am Ufer der Themse, beende ich bei einem Glas Wein meinen ganz persönlichen Abgleich zwischen der Wirklichkeit und meinen Kindheitserinnerungen an einen abschreckenden und endlos eintönigen Englischunterricht anno 1962. Aber Englisch gelernt habe ich trotzdem.